Hey ho, da sind wir wieder bei Let's Play Valkyrie Profile im Turm des großartigen Meisteralchemisten Lisa Valeth. Wir haben in der letzten Folge diesen Bereich hier soweit erkundet. Ich hatte auch nochmal den unteren Gang, wenn man vielleicht hier sehen kann. Oh, rechts, Mitte. Den letzten unteren Weg in dem Aufzug, wo ich sagte, da ist nix. Da ist auch wirklich nichts. Da ist ein Gegner, ansonsten ein Rundgang und von daher gar nichts. Ansonsten hier geht es auch in eine kleine Sackgasse. Ich muss nicht, aber wo ich ja gerade schon mal da bin, da wollte ich auch mal die Karte aufdecken. Ansonsten haben wir hier jetzt auch einige verschiedene Ausgänge, bewacht von einem Unholzmann. Warum auch, ich wundere, dass ich gerade im Menü bin. Es hat sich herausgestellt, dass der Encounter von gerade eben zwei Drachenkrieger auf einmal war. Zwei Stück. Und ich musste feststellen, dass dieser Mistkameraden... Badam, badam, badam! Warhammer 40k. Bums! Ach, come on! Das Ding war schon lange weg. Ein Eye of Heaven. Dass die Dinger ebenfalls wie die finsteren Schallplatten von Satan... Wie heißt es? Komm, fahr! So, ich glaube, den musste ich überspringen, oder wollte ich überspringen, ebenfalls die Possessfähigkeit haben. Das heißt, der gefallene Kamerad geht in den Überlebenden ein und macht ihn ganze Menge stärker, ist aber hinsichtlich des Dragon Slayers völlig uninteressant und irrelevant. So, hier war... Oh, hier geht's doch weiter. Ich guck gerade mal ganz kurz, weil ich glaube, das habe ich gar nicht... Oder bin ich hier falsch? Ich kann sagen, dass ich hier falsch bin. Wenn denn hier... denn hier ist eine Chimäre, Chan. Ich werde also meinen Beast Slayer auspacken und das Ding offscreen weghauen. Bis gleich. Okay, dann haben wir das Viech weggebrannt, welches die Schätze Nightshade und sowie die Frigid Damsel bewacht hat. Und gespannt, ob ich später was draus machen kann. Wisst ihr was? Ich habe den Bereich hier noch gar nicht kartografiert. Von daher gehen wir einfach mal primärerhebungsstatistisch an die Sache heran und die Treppe nach oben. Fertige einfach jetzt eine individuelle Karte an. Machen wir ein paar Sachen blind. Darf man da auch mal tun, oder? Ich muss jetzt gerade hier allerdings ein bisschen vorsichtiger vorgehen, weil ich keine... Oh mein Gott, Selbstmordanlagen scheiben. Meine bisherigen Investitionen, Ilya betreffend, sind momentan mitunter nicht in offensive Fähigkeiten geflossen, sondern lediglich... Nein, nicht zurück, nein! Ich habe da nichts drauf gedrückt. Sondern in lediglich defensive Fähigkeiten, damit sie ein paar von den Rotzi-Angriffen überleben kann. Ja, es kann durchaus sein, dass sie mit einem Schlag vernichtet wird, die kleine Schnuckeldame. Ich muss gerade mal was gucken, weil hier... Oh, ich glaube, da müssen wir später hin. Also, wenn ich gleich quasi hier auf diesen Ebenen fertig bin. Also, merkt euch diesen Aufzug gut. Den werde ich gleich nochmal aufsuchen. Ansonsten musste ich gerade durch diesen Kampf gestehen, beziehungsweise erfahren, dass ich die Possess-Fähigkeit ein bisschen falsch verstanden habe. Also es ist nicht das lebende Objekt, was die Überreste seines toten, jetzt toten Freundes aufsaugt, sondern umgekehrt, der Tote kehrt in den Körper des guten Schnödians ein. Und das kann einen manchmal ins Knie ficken. Na, zum Glück sind die Slayer-Waffen derartig gut, dass das wieder gut ist. So, ich meine, die Variante dieses Drachens müsste empfindlich sein gegenüber des Grimwrist-Schwertes, weil es gelb ist. Wir sehen uns nach dem Kampf wieder. Oh ja, das war er. Und ich habe sogar noch einen Broken Spear rausgeholt. Aber bei diesem Spiel muss man wirklich, oder sollte man wirklich, sämtliche Waffen, die irgendwas oder gegen irgendeinen bestimmten Gegnertyp gut sind, bestimmten Elementarschaden verursachen, sollte man definitiv aufbewahren. Also... Diese Drachen, oder der Drache beispielsweise, den hätte ich sonst ohne das Ding so gut wie nicht kaputt gemacht. So, jetzt müssten wir hier quasi in dem gleichen Aufzug sein, wo ich eben anfangs war, wo ich in den anderen Raum reingegangen bin, und wir sind jetzt ganz schön rumgekommen. Ja, das müsste auch jetzt meinen Aufzeichnungen wieder entsprechen. Deswegen ist jetzt angesagt, dass ich hier wieder zurückgehe zum anderen Aufzug, weil der mich dann in die Regionen bringt, wo ich jetzt hinwollen würde. Jetzt muss ich nochmal gucken. Meine Aufzeichnungen sagen, ich muss da zuerst, glaube ich, aus dem ersten Loch rausgehen. Nein, aus dem zweiten natürlich. Aus dem zweiten. Immer zuerst aus dem zweiten. Fast immer aus dem zweiten. Wenn man die erste Ausjahr nimmt, ist man fast schon immer wieder da, wo man hin will. Eigentlich. Also Richtung Ziel, Richtung Bössele. Oh ja, stimmt, da war noch einer. Wobei ich mir gerade denke, diesen Kampf lasse ich vielleicht doch besser mal drin, denn wir haben hier eine sehr, sehr fiese, miese Aufteilung. Wir haben den Drachenkrieger vorne und wir haben die fatale Glimmerscheibe hinten. Ihr habt ja gesagt, wenn die Schaden bekommt,
dann ist das übel, weil sie dann zu mir in die Gruppe kommt und explodieren tut. Aber in diesem Fall nicht. Sie ist hinten und kann deswegen scheut den ganzen Weg. So, Drachenkrieger werde ich gleich mit einer Umrüstung erledigen müssen. Ihr seht, er bekommt kaum Schaden, selbst bei meinem... Autsch, wir kriegen heftigen Schaden. Aber er da hinten zum Glück kommt uns nicht angreifen. Deswegen können wir jetzt wunderbar wegholzen, bevor wir die Gefahr eingehen, dass der bei uns in die Truppe kommt und explodiert. Nämlich, wenn wir das umgekehrt machen würden. Mist, ich kann Landis leider nicht mehr umausrüsten. Aber ich habe eventuell noch die Chance, den... Ach, schade. Ihn kurzzeitig bewusstlos zu machen. Das war Sword X. Autsch. Also wunderbar, ich kann mit Nanami auch nochmal was machen. Dann kann ich mal ein bisschen heilen. Ah, da oben haben wir ja schon den Dragon Slayer. Da hoffe ich nur, dass er in diesem Zug nicht kaputt geht. Dann ich alles bestens. So, Heilung für uns alle. Dankeschön. Nämlich das Problem ist, wenn ich zuerst den Drachenkrieger weghaue, dann besetzen quasi die seelischen Überreste mit Possess... besetzen die unheilvolle Scheibe des abgöttischen Todes. Kriege ich da noch irgendwas raus? Ja, ein paar Perlchen vor die Säue. Egal. Besetzen die geistlichen Überreste, oder possessen sie quasi die Scheibe, und die wird damit in einer Runde untötbar für mich, weil sie entsprechend viele Lebenspunkte hat, und explodiert dann, was mich umbringt. Deswegen, ja. Moment, nicht Nummer 1. Nein. Okay, dann kann ich nochmal ganz kurz umrüsten. Ja, das ist hier ein Umgerüst, das erinnert mich fast schon außerordentlich. Da ist es. Nein! Du hast was. Da, Crescent. Nein! Komm schon, Bär, du schaffst es. Du kannst irgendwann im Menü das auswählen, was du auswählen willst. Was für ein Schwierigkeitsgrad-Menü. Was soll ich gesagt haben? Ja, genau, dieses ganze Umrüsten nach jedem Kampf erinnert mich schon fast an Mystic Quest. Wo irgendwie fast jeder Gegner gegen eine andere Waffe immun ist und hat man hier nur zwei Knöpfe. Oh, Nummer 1. Hoppala. Nummer 2. Hoppala. Nummer 3. Will mich nicht. Nehme ein Bastardschwert. Müll. Ich nehme Zitrinen. Noch mehr Müll. Ich nehme Icicle Edge. Yeah! Elementarzauber, den ich noch nie gebraucht habe. Vielleicht werde ich es auch mal zeigen. Weil die Magier haben ja quasi in der Hinsicht keine Ogis. Man sieht, glaube ich, hier gar nicht genau, wo man ist. Mein Gott, das ist schon fast ein Kartenhaus. Ja, man sieht es, glaube ich, nicht. So, ich fahre jetzt den da, dann müsste ich da sein, wo ich jetzt eigentlich hin will, wenn die nächste Station kommt. Genau. Die nächste Etage. Die Karte bringt mir, also die Ingame-Karte bringt mir jetzt hier auch nicht furchtbar viel. So. Ich muss gerade mal gucken. Alles klar, jawohl. Wenn wir richtig liegen, dann muss ich jetzt hier entlang, weil da haben wir wieder einen Drachenzombie. Ich werde mich umrüsten, ihn umbringen und euch dann umsehen. Wiedersehen. Das waren sogar zwei Zombie-Drachen auf einmal. Teachings of Asa. Wer Asa ist, ich habe keine Ahnung. Was ja eine Ehre oder esse Lehren sind, ich habe auch keine Ahnung. Ich guck nachher mal so. To the front. Seltsam, das habe ich gar nicht notiert. Bin ich hier doch auf... Ich guck hier gerade mal runter. Ich weiß nämlich gerade... Oh-oh. Ja, Quatsch. Ich bin gerade verwirrt. Es tut mir leid, liebe Zuschauer. Ich habe gerade gedacht, verdammt nochmal. Diese Treppe runter habe ich gar nicht verzeichnet. Aber hier müsste es... Moment, ich gucke jetzt gerade lieber nochmal nach. Hier müsste es zum... Ja, genau. Der Weg zum Aufzug. Oh mein Gott, ich bin manchmal... Zum Glück gibt es Navigationsgeräte mit Frauenstimmen, die mir sagen, wo ich langfahren soll. Ansonsten wäre ich hier sowas von gearscht. So, ich arsche jetzt erstmal den hier und sehe euch, wenn ich ausgerüstet habe, den Beast Slayer gleich wieder. Also selbst ihr solltet bei diesen ganzen Sondergegnern, die über das ganze Türmchen hier verteilt sind, tausende queren, tausende untote Zombie-Drachen. Wobei das ja gemoppelt wie gemoppelt oder doppelt wie gemoppelt ist. Ach du Scheiße. Hulladi, ich mach den Raum hier leer. Ui, das waren jetzt vier verschiedene Gegnergruppen und da waren zwei sehr tricky Battles mit dabei. Eine Gruppe mit drei Magiern und einem Drachenkrieger. Da habe ich dann erstmal einen Poison Blow Zauber reingeschleudert. Der hat die sämtliche drei Magier mit einem Schlag weggefetzt. Und den fetze ich jetzt auch kurz weg. Bis gleich. Wenn ich den... Wo ist er denn? Wo ist er denn, mein Biest? Krieg die Tür nicht zu. Ich kann nicht mehr ausrüsten mit diesem Menü. Wo ist mein Beast Slayer? Da. So, genau, da ist er. Bis gleich. Ich sag euch, da tagelt Erfahrungspunkte. Und hier hagelt es jetzt Schmerzen. Weil das ist ein Schalter. Und den müssen wir schalten. Für 12.000 Erfahrungspunkte. Oder Orb-Erfahrungspunkte. Ja, die andere Gruppe, jetzt muss ich gerade überlegen, war auch ein Magier in der hinteren Reihe. In der vorderen Reihe zwei tödliche Schallplatten.
Da muss ich dann auch die zwei tödlichen Schallplatten erst einmal wegholzen, bevor ich den Magier weggeholzt habe. Halleluja, das ist eine Kämpferei. Auch wieder vier ganze Gegnergruppen dabei. Auch wieder einer, der ein bisschen trickiger war. Drei Diskusscheiben und ein Magier. Aber nichts, was der Bernd nicht erledigen könnte. Weil es dann doch geklappt hat. Ja, daran liegt es. Es hat geklappt. Wenn es nicht geklappt hätte, hätte es nicht geklappt. Ich sollte meine Klappe halten, sonst klappt hier wieder alles nix. Mal sehen. Wenn noch mal so eine tricky Gruppe dabei ist, werde ich... Es ist eine sehr tricky Gruppe dabei. Also, wir werden zuerst in der Hoffnung, dieses Viech da hinten erstmal schön wegnebeln zu können. Gut. An den vorderen Positionen werde ich jetzt gerade leider Gottes nicht so viel machen können, außer es gewillt sich einer davon an. Und, ja, versuch's doch. Mein Läufer ist gerade gut dabei. Gut. Dann gibt's hier wieder Wurzel. Und hoffen wir, dass wir wieder ein paar, ja genau, von denen raushauen können. In der Hoffnung, dass der Name mit dem... Eine bekommt sie. Eine einzige, danke. Okay. Der Drachenschadrötzler hier vorne da oben hat so ein kleines bisschen mehr abgekriegt. Dann kriegt er jetzt noch ein bisschen mehr ab. Haha, oh, Läufer, was ist mit dir los? Bist heute ja ganz gut dabei mit Ausweichen. Wie... Oh mein Gott, was ist los? Haben sie von der Ausweichfrucht gegessen? Augenscheinlich. Gab's sowas bei One Piece schon? Ich glaube nicht. So. Jetzt, das dauert eben, diese Kämpfe. Zum Glück habe ich noch einen Ersatz Dragon Slayer für den Fall, dass es nicht so ganz gut hinhaut. Dingsen muss ich nicht. Firelance. Okay. Okay. Ja, hau noch mal einen schön drauf. Du darfst gerne auch gestunt sein. Diese Viecher sind einfach... Was zum Teufel ist hier los? Okay. Das ist es. Er wird possessed und genau deswegen kill ich sie zuletzt. So. Ansonsten sollte mein Dragon Slayer in der Lage sein, auch einen possessten Drachen dem Gar auszumachen, wie ich gerade schön demonstriert habe. Ist vielleicht sehr gute Level-Ups. Ja, es sind Erfahrungspunkte ohne Ende, die hier momentan rumkreisen. Lennis hatte im Zuge... Bin ich da jetzt rausgekommen, oder? Obwohl, ich riskiere es mal. Da könnten nämlich auch Drachen drin sein. Und die würde ich dann doch, glaube ich... Wieder die gleiche Gruppe. Ja, ich mach die offscreen, ich muss... Das dauert nämlich jetzt noch länger, weil ich Lennis jetzt wieder umrüsten muss. Danke, Spiel, danke. Ganz, ganz tolle Sache. Mir ist gerade im Kampf einer der beiden Dragon Slayer kaputt gegangen. Und jetzt muss ich aufpassen, weil ich nur noch einen habe. Aber dafür sollte auch das Jewel Blade Grimrest, glaube ich, wieder herhalten. Ich müsste wirklich mal langsam mal anfangen, meine komischen Waffen zu verkaufen. Das geht ja auf keine Kuhhaut mehr. Vom Miniboss-Time! Ja, ich hab mir gedacht, ich lasse den einfach... Ich lasse die beiden einfach nochmal drin. Genau. Fighto, Fighto. Zack, zack, zack. Und jetzt... Ausgezeichnet, 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 ausgezeichnet. Ein Schatz mit drin. Und er ist stoned worden. Aber ich glaube... da kriege ich den Schatz eventuell nicht raus. Deswegen werde ich den erstmal weg grimristen. Das ist das Problem, glaube ich, am Steinstatus. Die Gegner können einfach kein Zeug mehr verlieren. Oh, zum Glück hatte er schon alles verloren, was er zu bieten hatte. Firelands. Okay, Lava. Hau mit drauf! Und jetzt... Schade, schade, schade. Jetzt bin ich ein bisschen mit Lennis zu langsam. Obwohl, das können wir aushalten. Wir probieren das nochmal mit einer extra Runde mit dem Schatz. Shadow Servant! Ich sag ja, das haut ohne Ende rein. Diese ganzen Sachen hauen ohne Ende rein. Deswegen werde ich jetzt, glaube ich, dann doch nochmal lieber ein bisschen Heilen anwerfen. Ich meine, das haut ohne Ende rein. Die anderen haben First Aid fast auf Maximum und es passiert gar nichts. Okay. Okay, Lennis! Walter deines Amtes. Okay, kein Schatz. Passiert. Ich habe, glaube ich, mittlerweile eh schon mehr Schatzzeug von diesen Broken Zeugs. Also zumindest von teilweise. Von bestimmten Broken Zeugs habe ich mehr als genug. Wow, 14.000 Erfahrungspunkte für zwei Broken Spear. Ausgezeichnet. So, und hinter Türchen Nummer 2 verbirgt sich Schalter Nummer 2. Wir kriegen wieder 12.000 Event-Erfahrungspunkte. So, jetzt wird sich manch einer fragen, Bernie, wieso hast du die Erfahrungspunkte wirklich nötig? Warum musst du die alle weghauen? Es kostet doch Zeit ohne Ende, wo du einfach dran vorbeirennen kannst. Ja, aber ich darf jetzt nochmal dran vorbeirennen, das erleichtert mir zumindest den Rückweg ein bisschen, nämlich... Oh mein Gott, ich müsste irgendwie mal ein Foto von meiner komischen Karte basteln oder machen, die ich jetzt hier quasi eingefügt habe. Ich meine, der Weg, wo ich gerade dran vorbeigelaufen bin, der führt zum Boss, der lässt sich jetzt auch laufen, dadurch, dass wir...
die Schalter gedrückt haben. So, ich hoffe, das ist das Richtige. Hier ist nämlich zusätzlich, auf dem Rückweg quasi, ein Teleportationsportal aufgetaucht. Da hat vorhin eine Chimäre gestanden. Ich hoffe, ich habe vorhin erwähnt. Passt auf, Leute! Da ist was! Da müsst, also, da komme ich gleich später nochmal zurück. Oder merkt euch diese Position hier. Ich hoffe, dass sich das von den Gegnern hier ein bisschen in Grenzen hält. Denn ich so langsam schlaucht es ein wenig, muss ich gestehen. Zumal es natürlich schlimmer sein könnte mit diesen ganzen Zufallskämpfen. So, diese Schatzkammer hat es in sich. Ups. Wir werden angefreezed. Dr. Freeze! Hat dieser komischen... Nee, Mr. Freeze, was nicht Dr. Freeze. Da muss man sich eigentlich nur verducken. Creation Gem. Wahnsinnig. Ganz wichtiger Gegenstand. Und nochmal... Ducken. Reicht. Nicht deckeln, Timering. Ja, whatever. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, was er gemacht hat. Und ein das Aether-Zepter. Nicht Element-Zepter, aber Aether-Zepter ermöglicht dem Magier das Ausführen von High Magic als Ogi-Technik. Zerbricht allerdings relativ schnell. Ich glaube, mit 30%iger Wahrscheinlichkeit. Ist unglaublich stark. Ja, wir wollen wieder zurück. Ist unglaublich stark. Ich werde mir allerdings in Kürze einen Stab machen, der nicht zerbricht. Ich glaube, ebenfalls auch High Magic als Ogis ermöglicht. Und nicht zerbricht. Ist von der magischen Angriffskraft allerdings ein Fitzelchen, ein Mühchen schwächer. Also wer auf High Risiko aus ist und gerne Zerbrechungszeugs haben möchte, kann sich das gerne... Kann gerne dieses Aether-Zepter, was ich gerade gefunden habe, benutzen. Time Ring? Weiß ich jetzt gerade gar nicht genau, was das Ding gemacht hat. Aber ist mir auch egal. Wir gucken gleich mal. Wir gucken gleich mal. Oh mein Gott, hier ist noch mehr Zeugs. Ich mach das Zeug wieder weg. Da sehen wir uns gleich wieder. Nicht Rapid Bo- Ah, Crescent Arrow, der ist es. Bis gleich. Sag ich jetzt. Ich hab mich schon wieder getäuscht. Ich habe gerade im Kampf einen Drachenmann eingesteinert. Und was ist passiert? Der Typ... Nein! 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 Nein, 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 nein! Ich will hier mal drüber springen. Dankeschön. Bums! Und Dancing Sword! La la la! Das Ding! Schmeiß es weg! Genau! Teleportier das weg! Und... Aha! Nicht in die Achillesferse reingedürzelt! So! Dann wollen wir doch mal nachgucken. So, jetzt habe ich leider keine besonders gute Liste dafür, was ich eigentlich machen möchte. So, wir haben da etwas gekriegt und das nennt sich Create... Oh, Timerang. Gucken wir mal kurz, was es tut. Symbol der Zeit. Wenn es ausgerüstet ist, wird der Speed halbiert. Achso, stimmt. Ich glaube, die Gegner agieren dann halb so lange, sodass man besser kontern kann oder seine komischen Angriffe... besser getimed einsetzen kann, weil man dann mehr Zeit hat. Braucht der Bert nicht, sage ich jetzt. So, aber das Creation Gem ist wichtig. Es ist unglaublich wichtig. Für mich zumindest. Und das ist der Grund, weswegen der Hartmut gar nicht so hart ist. Nämlich, wir können ja transmutieren. Hat Valkyrie, beziehungsweise lernt es allerdings das... Oder die das Transmutation... Nee, Creation Gem an. Kann man bessere Sachen transmutieren. Oh, Baby, ja, tu mal das Ding weg. Also wir können hier schöne Sachen draus machen, aber das ist ehrlich gesagt noch gar nicht alles. Nämlich, genau. Wenn mit dem Transmutation Gem, was haben wir denn? Bark of the Dryad, Dimension Slip ist ziemlich gut. Dimension Slip, was man aus Bark of the Dryad machen kann, hoppala. Nämlich, es ist ein Accessoire, wodurch man keine Kämpfe mehr machen muss. Also die Gegner sind dann, man kann quasi durch die Gegner durchrennen. Werde ich mir eventuell mal machen. So. Mandrill of Resurrection wird zu einem Orihalkon. Das machen wir. Durch das Creation Gem natürlich. Und das Orihalkon. Wo auch immer es gerade gelandet sein sollte. Aber ganz hier unten vielleicht. Verdammt, Teachings of Asa. Das können wir vielleicht gerade auch mal nachgucken, was es ist. Powerless Single Persons. Irgendwie steht nur was vom Blabla. Vielleicht ist es ein Skill-Dingsbums. Ich suche gerade nochmal das Orihalkon. Halkon, wo haben wir das Ding denn? Poison Crystal, auch nicht verkehrt. Holy Relic. Verdammt, mach das Ding weg. Ich will, ach so, zu einem Quarz. Ah, da ist es. Das Orihalkon. Oder wie sich das schimpft. Das transmutieren wir jetzt zu einem Creation Jewel. Nicht Creation Gem, Creation Jewel. So, und das Creation Jewel ist noch besser als das Creation Gem. Nämlich mit dem Ding kann man noch viel bessere Sachen transmutieren. Und da kommen jetzt auch die... Komm schon. Kommen jetzt auch die Broken Items ins Spiel. Wir kriegen
Glareguard, ich mach mal kurz eins, weiß gerade gar nicht genau, was es tut. Aber wir kriegen Broken Spear, werden zu Crimson Edges. Ich mach mal drei Stück davon. Broken Bow zum Kranequin Crossbow, whatever. Broken Armor zu... Verdammt, da habe ich nur eins von. Naja, was soll's. Broken Armor werden zu Glare Swords. Ich wünschte, ich hätte davon eins mehr. Na, mal gucken, wo wir vielleicht sonst noch an Broken Armors raus, rankommen. Was auch cool ist... wo haben wir's denn? Wir haben hier unsere schönen Zaubersprüche. Oder Skills. Moment, kann ich die? Die müsste ich doch transportieren können. Icicle Edge? Oder hatte ich eben das falsch? Moment, ich muss jetzt gerade mal kurz was anderes ausrüsten. Es kann sein, dass ich mich gerade vertue. Ich mache das statt dem nochmal das Creation Dingensbummens. Und dann gucken wir jetzt gerade nochmal. Transmutieren. Ah, da ist es ja. Mit dem Transmutation Gem können wir beispielsweise Zaubersprüche in ihr gegenteiliges Elementar umkehren. Und das ist hier jetzt sehr schön, weil ich durch den Shadow Servant an heilige Sprüche rankomme. Für Nanami beispielsweise. Frigid, ich gucke jetzt gerade selber nochmal kurz durch. Frigid Damsel zu Firestorm, Icicle Edge, Firelance. Firelands, okay, ja, mehr, oder, ich guck mal gerade, was zu Stone Torch wird, zu Prismatic Missile, ja komm, machen wir davon auch mal eine, Poison Blow wird zu Lightning Bolt, okay, brauche ich jetzt, glaube ich, nicht weiter drauf eingehen. So, eine gewisse andere Sache würde ich dann doch noch gern tun, nur ich muss gerade noch kurz umrüsten, Change, Creation Gem, Creation Jewel, und dann gehen wir noch mal kurz auf eine andere Sache zu. Wir hatten ja, glaube ich, irgendwann mal bekommen... gerade mal nachgucken. Das hatten wir doch hoffentlich. Ach, bin ich schwach. Oder war das hier? Tut mir leid, wenn ich jetzt gerade ein bisschen komisch drauf bin. Ich suche jetzt gerade eigentlich mein Unicornhorn. Ich hatte doch mal ein Unicornhorn gesammelt. Wo zum Teufel ist denn das gelandet? Es tut mir leid, wenn ich jetzt hier gerade ein bisschen Zeit verplempere. Raptor's Claw. Ah, da ist es. Da ist es. Das Unicornhorn. Das machen wir jetzt zu einem Unicornshorn. Der Unterschied ist, es wird zu einem mächtig Item für Magier, das etwas schwächer ist als dieses Ding, was ich eben eingesammelt habe. Ihr wisst, was ich meine. Unicornshorn. Guckt euch das an. Magische Kraft von 1100 zu 1800. Und ich glaube, mit der Möglichkeit, High Magic auszuführen. Steht jetzt, glaube ich, gerade nichts mit dabei. Egal, ich ziehe es mal an. Und jetzt wird es ganz lustig. Die Crimson Edges. Guckt euch das an. Lorfer. Von Angriffskraft von 526 auf 1576. Leckio mio. Das gleiche können wir jetzt natürlich auch machen für Ilya. Dieser blöde Mistspeer weg. Auch über 1000 oder genau 1000 mehr Angriffskraft. Leck mich am Arsch, Marie. Und Glare Sword. Auch hier über 1000 Angriffskraft. Und das hier weitaus weniger. Kranequin, Crossbow. Ich frage mich gerade, was besser ist. Aber das Schöne ist, das Glare Sword ist ein Gegner empfindlich gegenüber Giftschaden. Ist es einfach mal tot. Und das ist jetzt die Ausnahme bei so einem dermaartigen Angriffskraftüberschuss, den Valkyrie durch das Glare Sword im Gegensatz zum Kranequin Crossbow hat, dass ich da jetzt erstmal ein Schwert anziehen werde. Doch, Moment, ich muss gerade noch was anderes gucken. Wir hatten auch noch, Moment, ich hatte einen weiteren von den Speeren angefertigt, wenn ich das Ding... Moment, wir waren hier, glaube ich, ein bisschen weiter zu weit unten. Was ist das? Crimson Edge. Oh yeah, guckt euch das an. Ich kann ein Crimson Edge für über 6000 Materialized Points verkaufen. Und ihr habt ja gesehen, ich habe noch ein paar von den Broken Spears in der Hinterhand. Und ich werde... Bis zur nächsten Folge werde ich mir noch ein paar von den Dingern herstellen und werde sie verkaufen. Was haben wir denn? Ah, verdammt, bin ich schon wieder ganz woanders. Hab ich noch das falsche Juwel an? Ach Quatsch, das sind die Broken Items. Ah, ich kam hier gerade bei dem ganzen Zeug durcheinander. Ich habe noch 9 Stück davon. Und machen wir sie einfach mal. Ich kann immer noch nur 3 Stück machen, warum auch immer. Und kann sie dann entsprechend verkaufen. Und das werde ich machen. Bis zur nächsten Folge dann. Wenn wir Lezar Valeth gegenübertreten. Bis dann. Ciao.